Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Another Lost Phone, Laura's Story. Ja, wir haben im letzten Part die Backup-App knacken können, beziehungsweise das Arbeitshandy freischalten können und haben ein paar neue SMS bekommen. Und ja, haben gerade erfahren von Amir, dem Freund, also ein Freund von Claire und von Ben, dass Ben schon immer Aggressionsprobleme hatte. Und das passt natürlich auch wieder sehr gut zur Story, die uns Claire erzählt hat. Und zwar, dass er seine ehemalige Freundin, als sie Schluss gemacht hat, sehr gewalttätig gegenüber ihr war. Beziehungsweise jedes Mal, wenn sie irgendwie Probleme gemacht hat, sagen wir es mal so, ist er, dass er sehr, sehr schnell aggressiv geworden ist. Wenn sie zum. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn sie zum Beispiel vorhatte, halt rauszugehen, weil er ja anscheinend. Ne? Er möchte die Leute ja für sich behalten. So, wir haben ja noch einen neuen Chat mit Charlotte. Welches ist denn neu? Das ist noch alt. Neu, 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 neu. Bis wohin geht's denn? Wenn ich fragen dürfte. Ist nicht alles hergestellt, okay. So, warte, warte, warte. Ja, da. Laura, wie fühlst du dich heute? Geht so. Wieso schreibst du mir an meine Arbeitsnummer? Nach allem, was du mir von deinem Freund erzählt hast, wollte ich nicht, dass er die Nachrichten mitliest. Ich würde dir auch empfehlen, dein Arbeitshandy mit einem Passwort zu schützen und es nicht zu entsperren, wenn er dich dabei sehen kann. Er hat schon einen wahnsinnigen Eifersuchtsanfall bekommen, als ich ein Passwort für mein Privathandy festlegen wollte. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee wäre. Eifersuchtsanfall? Ja, er hat mich angebrüllt, mir vorgeworfen, ich würde ihm Dinge verheimlichen, dass ich einen Liebhaber hätte und ihn nicht lieben würde und dass ich mein Handy nur deswegen sperre, weil ich ihm nicht vertraue. Naja, uff, krass. Uff, okay, krass. Dass das nicht normal ist, weißt du aber hoffentlich. Keine Ahnung, verstehe ich ihn ja. Er braucht eben Bestätigung. Ja, das ist aber ein bisschen viel übertrieben. Er will gezeigt bekommen, dass ich ihn liebe. Findest du nicht, dass es auch ein Vertrauensbeweis ist, wenn man seinen Partner sehen lässt, was man alles auf seinem Telefon hat? Nein, finde ich nicht. Ein echter Vertrauensbeweis ist es, wenn man seinem Partner glaubt und nicht ständig Beweise für seine Liebe und Treue verlangt. Handy ausspionieren geht gar nicht. So ist es. Ich finde, es ist für beide Partner wichtig und gut, einen Rückzugsort zu haben. Jeder Mensch braucht etwas Eigenes, Privates, das nur ihm gehört. Für ihn ist es halt nicht verhandelbar. Seine Ex hat ihn wohl ziemlich belogen. Ja, deshalb ist das ein heikles Thema für ihn. Er braucht Sicherheit, das ist doch nachvollziehbar. Ja, verstehe ich, aber gut für dich ist das deswegen noch lange nicht. Hey, aber wenn du einen Grund brauchst, weswegen du dein Handy sperren musst, sag doch einfach, Michael hätte darauf bestanden. Naja, du sperrst dein Arbeitshandy und sagst ihm, dass Michael daraus angeordnet hat, weil auf dem Handy vertrauliche Firmendaten sind. Ja, okay. Ich will ihn aber nicht anlügen, verstehst du? Schon, aber es ist ungesund, keinen Raum für sich selbst zu haben, wo du zum Beispiel mal über deine Beziehung quatschen kannst oder ohne dass er davon erfährt, oder? Ja, aber wenn ich Beziehungsprobleme habe, soll ich ja nicht einfach mit ihm darüber reden? Klar solltest du mit ihm reden, aber manchmal ist es auch gut, sich mit Freundinnen auszutauschen. Ich glaube, Paare kann es nur gut tun, wenn jeder sich außerhalb der Beziehung mal eine neutrale Sichtweise holen kann. Okay, ich sperre das Handy. Huhu, na, was macht das Leben? Bin total erschöpft. Ich war gerade eine geschlagene Stunde laufen. Wow, super. Wohin gehst du denn zum Laufen? Wir sind uns schon eine ganze Weile nicht mehr zufällig im Park in die Arme gelaufen. Das ist nicht wirklich überraschend. Wir haben ein Laufband zu Hause. Wow, die Dinger sind echt teuer, oder? Ja, er versucht sie halt wirklich komplett von der Außenwelt abzukapseln. War ein Geschenk von Ben. Was für eine Überraschung. Witzig. Ich meine, draußen kannst du umsonst laufen. Ja, aber andererseits ist es praktisch. Ich kann laufen, wann ich will. Wann und wie ich will. Und muss mir keinen Kopf machen, dass ich auf der Straße von irgendwelchen blöden Kerlen angemacht werden könnte. Seit wann halten dich denn blöde Kerle vom Laufen ab? Stimmt, das war früher nicht so. Aber Ben macht sich Sorgen. Ihm ist es lieber, wenn ich nicht nach draußen gehe. Bitte? Ihm ist es lieber, wenn du nicht nach draußen gehst? Naja, er macht sich Sorgen, es könnte was passieren. Ja gut, aber du sitzt ja nicht den ganzen Tag zu Hause rum, oder? Du gehst einkaufen, Freunde treffen, du nimmst was mit Emilia, Elsa, oder? Die Einkäufe lassen wir liefern, das ist einfacher. Und mit meinen Freundinnen ist der Kontakt eher ziemlich abgebrochen.
Oh, wieso das denn? Ach, du weißt schon, wie das halt so ist. Je älter man wird, desto weniger Freunde hat man. Und als Paar trifft man sich eben nicht mehr so häufig mit Leuten. Aber mit Emma trifft sich schon noch, oder? Nicht wirklich. Soll ich mit Ben zusammen bin, ist alles ein bisschen komplizierter geworden. Fast alle meine Freundinnen haben sich zurückgezogen. Ich frage mich inzwischen, ob sie einfach eifersüchtig sind. Eifersüchtig? Naja, weil ich jetzt einige wenigen unter meinen Freunden einen Job habe, den ich liebe. Und dann ist mein Leben mit Ben auch noch so fantastisch. Ich bin nicht nur in der Beziehung glücklich, er hat auch noch Geld. Ich lebe wie ein Märchen und sie müssen jeden Cent umdrehen. Und du denkst, deshalb würden sie auf Amstatt gehen. Das ist die einzige Erklärung, die Ben und ich dafür finden können. Echt traurig, aber so ist es nun mal. Laura, ich will dir nicht auf die Füße treten, aber Bens Verhalten ist nicht normal. Er ist derjenige, der eifersüchtig ist. Ich habe den Eindruck, dass er dich kontrolliert und dich von anderen isoliert. Ach Quatsch. Überleg mal, was du mir alles von ihm erzählt hast. Er ist eifersüchtig und will dein Handy durchsuchen. Er erlaubt dir nicht alleine rauszugehen. Er manipuliert dich mit Geschenken wie dem Laufband. Er isoliert dich von deinen Freundinnen und überzeugt dich davon, sie wären eifersüchtig auf dich. Das ist kein normales Verhalten. Und so etwas passiert in normalen Beziehungen nicht. Der Mann hat ein Problem. Wow, wo kommt das denn jetzt her? So ist es überhaupt nicht. Du siehst überall nur das Schlechte. Ich schwöre, es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Ja, er hat seine Schwächen, aber die hat wohl jeder. Ich kann es nur wiederholen. Der Mann hat ein echtes Problem. Sorry, wenn ich das so krass formuliere. Du bist verliebt in ihn und das gönne ich dir auch vom Herzen. Aber gleichzeitig macht dich das blind für die Realität. Okay, schön. Du hast deine Sichtweise auf die Dinge. Ich habe meine. Du willst mir nicht glauben, also bringt das nichts weiter mit dir zu diskutieren. Es tut mir leid, ich will mich nicht einmischen und es geht mich ja auch nichts an, aber ich mache mir eben Sorgen. Wie oft soll ich noch sagen? Alles ist gut, lass mich einfach in Ruhe. Okay, solltest du mich brauchen, ich bin für dich da. Hi Laura, wie geht's dir? Ich weiß nicht, ob du noch auf mich sauer bist, aber ich wollte einfach sagen, dass du immer noch meine Freundin bist und dass ich für dich da bin, wenn du mich brauchst. Ich wollte dir nur alles Gute zum Geburtstag wünschen. Hoffe, bei dir ist alles okay. Hi, danke für deine Glückwünsche zum Geburtstag. Wie geht's dir? Nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Was ist los? Eine von Bens ehemaligen Freundinnen hat sich bei mir gemeldet und ein paar schreckliche Dinge über ihn erzählt. Das nimmt mich ziemlich mit. Kann ich mir vorstellen. Hast du mit Ben darüber geredet? Nein. Wieso nicht? Weil, sie hat mir erzählt, dass er seiner Ex gegenüber gewalttätig geworden ist. Ich bin wie im Schock. Ich weiß auch nicht, wem ich glauben soll. Ben hatte mir schon mal von ihr erzählt, dass sie in ihn verliebt wäre und alles tun würde, um ihn für sich allein zu haben. Ich weiß echt nicht mehr, was ich denken soll. Was sagt dir denn dein Gefühl? Zuerst habe ich ihr nicht geglaubt, aber dann muss ich immer wieder daran denken, was du zu mir gesagt hattest. Und irgendwie glaube ich inzwischen, dass ich die Beziehung vielleicht besser beenden sollte. Das kommt auch daher, dass es in letzter Zeit echt schwierig mit ihm war. Ich habe ziemlich viel über eine Trennung nachgedacht. Aber dann war er an meinem Geburtstag wieder so süß, also bin ich hin und her gerissen. Er weiß, dass er mir gegenüber manchmal nicht fair ist. Soll heißen, er weiß, dass er zu besitzergreifend ist und er entschuldigt sich auch immer. Seine Arbeit ist wirklich anstrengend. Damit muss er irgendwie klarkommen. Deshalb trinkt er manchmal zu viel und dann sagt er Dinge, die er eigentlich gar nicht so meint. Alkohol ist keine Entschuldigung. Aber wenn er zu weit gegangen ist, weiß er es. Jedes Mal. Mein Geburtstag war romantisch. Er hatte ein ganzes Wochenende als Überraschung für mich geplant. Es war einfach schön. Ich hatte das Gefühl, mein Prinz wäre endlich wieder aus dem Nebel ausgetaucht. Aber du hast keine Angst, dass das ganze Drama früher oder später wieder von vorne anfangen wird? Nein, überhaupt nicht. Er hat mir sogar versprochen, zu einem Psychotherapeuten zu gehen und zu lernen, besser mit seiner Wut umzugehen. Okay, den Ansatz finde ich gut. Halt mich auf dem Laufenden, wie es sich entwickelt, ja? Okay, versprochen? Versprochen. Hi, wie geht's dir? Ist es mit Ben besser geworden? Nein. Oh, was ist passiert? Tja, also, er macht sich ständig Sorgen um mich, das hätte ich ja erzählt. Deshalb hat er mich eine App installieren lassen, mit der ich ihm jederzeit und ganz einfach meine GPS-Daten senden kann, falls irgendwas ist. In der Theorie habe ich das für praktisch gehalten. Wenn mich jemand belästigt oder sowas, dann hätte ich unabhängig auf den Knopf drücken können, damit er weiß, wo ich bin und damit er mir helfen kann. Aber dann wollte er plötzlich, dass ich die App zu bestimmten Zeiten benutze, damit er weiß, dass ich zu Hause und in Sicherheit bin. Also habe ich ihm jeden Mittag die Koordinaten geschickt. Dann wurde der daraus zweimal am Tag, dann dreimal und irgendwann jede volle Stunde. Neulich bin ich rausgegangen, weil ich einen Kaffee trinken wollte. Als ich ihm die Koordinaten geschickt hatte, hat er gesehen, dass ich nicht zu Hause war. Als er abends nach Hause kam, hatte er einen wahnsinnigen Tobsuchtanfall. Es macht da keinerlei Sinn. Er war davon überzeugt, ich hätte mich im Kaffee mit einem anderen Kerl getroffen und war durch nichts davon abzubringen.
Er hat mich fürchterlich angebrüllt. Es war einfach nur schrecklich. Ich hatte solche Angst, dass ich ihn einfach habe brüllen und machen lassen. In der Nacht habe ich kein Auge zugetan. Jedes Mal, wenn ich eingenickt bin, hat er mich wieder wachgerüttelt und verlangt, dass ich ihm sage, mit wem ich im Café war. Am nächsten Morgen beim Frühstück habe ich allen Mut zusammengenommen und ihm eröffnet, dass es nicht so weitergehen kann und dass ich mir eine Beziehung auf die Art nicht mehr vorstellen kann. Da war er wie ausgewechselt. Ohne mich sei er niemand. Er hat gesagt, und ich würde ihm die Welt bedeuten. Er hätte Angst, mich zu verlieren, und er wüsste nicht, was er ohne mich täte. Ich möchte ihn verlassen, aber ich traue mich nicht, verstehst du? Ich habe Angst um ihn. Er braucht mich. Ohne mich schafft er es nicht, sich seinem Problem zu stellen. Oh, Laura. Ehrlich, der Mann braucht nicht dich, er braucht einen Therapeuten. Ich dachte, das wollte er in Angriff nehmen. Er hat einen Termin ausgemacht, aber dann musste er absagen, weil er an dem Tag nicht von Arbeit weg konnte. Merkst du nicht auch, dass ihr immer wieder dasselbe alte Muster spielt? Er verhält sich schrecklich, du drohst ihn zu verlassen, er entschuldigt dich, du änderst deine Meinung. Darf ich dir was vorschlagen? Demnächst findet hier in der Stadt ein Vortrag mit anschließender Gesprächsrunde in einer Selbsthilfegruppe statt. Der Verein, der das Ganze organisiert, setzt sich für Frauen ein, die Opfer von Gewalt geworden sind. Ich gehe hin und es wäre toll, wenn du auch mitkommen willst, okay? Wie bitte? Ich bin kein Gewaltopfer. Ben hat mich noch nie geschlagen. Okay, gut, er hat dich noch nie geschlagen. Aber manchmal, wenn du so von ihm erzählst, habe ich den Eindruck, dass du seelischer Gewalt ausgesetzt bist. Und auch darum wird es bei dem Vortrag gehen. Ich bin keine Expertin. Das alles ist nur mein persönlicher Eindruck von deiner Situation. Ich glaube aber, es könnte interessant sein, dahin zu gehen, oder? Was kann schon passieren? Schlimmstenfalls oder bestenfalls stellst du fest, dass nichts davon auf dich zutrifft. Dann hast du eben was über häusliche Gewalt dazugelernt. Kann ja nicht schaden, sich zu informieren. Ich glaube, das Phänomen ist verbreiteter, als man denkt. Auch wenn kaum einer drüber spricht. Ja. Was erzähle ich Ben, warum ich nicht zu Hause bin und wenn er von Arbeit kommt? Sag ihm, dass du mit mir was trinken gegangen bist und ich dich nach Hause bringe. Dann kann er sogar sehen, dass du dich nicht mit einem anderen Kerl triffst. Und wann ist dieser Vortrag? Nächsten Donnerstag nach der Arbeit. Na gut, wieso nicht? Ich komme vorbei und hole dich ab. Wie fühlst du dich heute? Schlecht, ich habe gestern Nacht kein Auge zubekommen. Ich bin immer wieder aufgestanden, um mir die Notizen durchzulesen, die ich mir bei dem Treffen gemacht habe. An so vielen Punkten habe ich Bens Verhalten wiedererkannt. Das macht mir Angst, weißt du? Ich habe das alles vorher einfach nicht wahrgenommen. Wie bescheuert kann man sein? Ich war blind und du hattest recht. Du bist nicht bescheuert. Das Wichtigste ist, dass du jetzt aufgewacht bist und begreifst, was vor sich gegangen ist. Du bist eine starke und mutige Frau. Stark und mutig? Pff. Ich war dumm. Alles, was passiert ist, habe ich schließlich zugelassen. Ich habe mich manipulieren lassen. Und jetzt denke ich, ja, ich sollte ihn verlassen. Aber wie? Ich habe nicht mehr eine Wohnung. Fürs Erste kannst du zu mir kommen, wenn du willst, wenn du bereit bist. Vielen, vielen Dank, Charlotte. Ich habe echt so ein Glück, dass ich auf dich zählen kann. Wenn ich an all die Frauen aus der Gesprächsrunde denke... Einige sind so viel schlimmeren Situationen als ich ausgesetzt und haben niemanden, der ihnen hilft. Danke, dass du für mich da bist. Auf mich kannst du zählen und sollte ich jemals nicht in der Lage sein, dir zu helfen, bist du trotzdem nicht allein. Ich war selber total beeindruckt von den Frauen gestern. Ihnen allen sind schreckliche Dinge passiert. Alle dachten, dass sie da nie wieder rauskommen würden, aber letzten Endes haben sie die Hilfe und Unterstützung gefunden, nicht zuletzt vom Frauenverein. Das stimmt. Aber trotzdem, ich kann dir gar nicht genug für deine Unterstützung danken. Hey, wie geht's dir heute? So viel besser. Ben hat eine wunderbare Überraschung organisiert, um unser sechsmonatiges Jubiläum zu feiern. Es war wunderschön, weißt du? Vielleicht habe ich letztes Mal ein wenig überreagiert. Er schließt kein Monster. Hey, ich weiß, das ist schwer zu hören, aber weißt du noch, was sie bei dem Vortrag über den Kreislauf der Gewalt erzählt haben? Im Moment ist zwischen dir und Ben alles wieder gut. Aber ist das nicht bloß eine Phase? Ich habe den Eindruck, sein Verhalten wird erst schlimmer und schlimmer. Dann entschuldigt er sich irgendwann und eine Zeit lang ist alles gut. Aber dann fängt er wieder von vorne an, oder? Probier vielleicht einfach mal aufzuschreiben, wie oft am Tag er dir gegenüber eine Grenze überschreitet. Nach einer Weile merkst du dann, ob es sich bei euch wirklich um einen Teufelskreis handelt. Okay, ich installiere eine Zähl-App. Oha. Auf meinem Handy und analysiere das. Schreib alles auf, ja? Auch die kleinen, unschuldigen Kommentare. Sowas wie, wenn er was dazu sagt, wie ich angezogen bin, das soll ich aufschreiben? Yep, sogar das. Denn seit wann hat er dir vorzuschreiben, wie du dich anziehst? Dein Körper, deine Entscheidung. Halt mich auf den Laufenden.
was, halt mich auf dem Laufenden, was passiert, okay? Okay. Wie geht's dir? Hi, Laura. Hab nichts mehr von dir gehört. Ich mach mir Sorgen. Alles okay? Laura, bitte sag mir Bescheid, ob es dir gut geht. Ich will nur sicher gehen, dass du noch am Leben bist. Tut mir leid, dass so lange Funkstelle war. Ich hatte eine Entscheidung getroffen. Ben ist gefährlich. Ich muss aus dieser Stadt raus und ich glaube, ich werde ihn anzeigen. Du hast recht damit, gegen ihn vorgehen zu wollen. Ich überlege, ist es das Richtige, wegen ihm die Stadt zu verlassen? Ich will nicht nur wegen ihm weg. Ich brauche Luft. Ich muss mir über mein Leben klar werden. Mir überlegen, wer ich bin und was als nächstes für mich dran ist. Und zwar in der Umgebung, die gut für mich ist. Das einzige Problem ist, dass ich nicht weiß, wo ich eine solche Umgebung finden soll. Ich wüsste da vielleicht was, aber dazu muss ich mit Michael über dich und deine Situation reden. Wäre das für dich in Ordnung? Okay. Okay, ich habe mit Michael geredet und wir hätten eine Lösung für dich. Eine Niederlassung der Sonnenkinder sucht gerade nach einem Kommunikationsmanager. Die Stelle ist in einer ruhigen Kleinstadt weit weg von hier. Er würde anbieten, dich dorthin zu versetzen. Du wärst also weg von hier und hättest direkt einen Job. Und du könntest sogar erstmal bei der Leiterin der dortigen Niederlassung wohnen. Entschuldigung. Bis du was Eigenes gefunden hast. Bonus, ich habe nachgeschaut und der Verein zur Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt hat dort ebenfalls eine Zweigstelle. Sie können dir helfen, wenn du tatsächlich beschließt, Ben anzuzeigen. Wenn du wirklich weg willst, ist also alles in die Wege geleitet. Sag uns einfach Bescheid, sobald du bereit bist. Danke. Ah ja, eines noch. Du müsstest Michael dein Arbeitshandy zurückgeben. Ich würde dir empfehlen, dass du ein Backup von allem machst, was du irgendwie mit Ben zu tun hat. Das hilft dir vielleicht später, dich an eine Chronologie bestimmter Ereignisse zu erinnern. Und außerdem wirst du Beweise für vieles benötigen, sobald du die Anzeige stellst. Frag Nadja in der IT-Abteilung. Sie kann dir erklären, wie du die Daten sicherst. Ich rufe bald mit mehr Infos und rufe ich bald an mit mehr Infos. Und in der Zwischenzeit verhalte dich Ben gegenüber ganz normal, damit er keinen Verdacht schöpft. Alles klar. Jetzt wissen wir auch, was hier abging. Haben wir irgendwelche E-Mails noch bekommen? Welche nun? Warte, ich muss ganz kurz gucken. Wir hatten nämlich noch irgendwas anderes wiederhergestellt. 2-1-2-1. Cloud Safe, so. Notiz hat wiederhergestellt. Galerie war, glaube ich, leer, ne? So, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich werde mal kurz gucken, ob da irgendwas Neues ist. Ich glaube, es war leer. Ja, das war nichts. Aber neue Notizen. Aber wir gehen nochmal kurz in den Zähler. Und zwar, wir gucken mal ganz kurz. 25 Mal. Das ist jetzt, also die werden jetzt, diese Zahlen stellen alle dar, wie oft Ben ihr gegenüber gewalttätig geworden ist. Auch mental. Also nicht körperlich unbedingt, sondern auch mental. Einfach so irgendwelche Bemerkungen, wenn er sie angeschrien hat und so weiter und so fort. So, hier ist ja noch relativ wenig. Es sollte eigentlich gar nicht vorkommen, aber ne? 1, 3, 4, 6, 7, 8, 7, 4, 10. Hier gar nicht. 1, 3, 4, 6, 5, 5, 7, 16 Mal. 1 mal, 6 mal, 8 mal, 9, 9 mal, 15 Mal, 4 mal, 7 mal, 25 Mal. 1 mal, 5 mal, 11 mal, 14 Mal. Alter Schwede. 25 Mal. Ich meine, alleine schon einmal am Tag. Also solche Bemerkungen sind scheiße. Aber das kann auch, das kommt schon mal so in einer Beziehung mal vor, dass man irgendwelche, auch wenn es auch nur Spaß ist oder so, also dass man nicht immer Best Friends Forever ist, ist obvious. Aber dass man wirklich ausrastet, sollte eigentlich gar nicht passieren. Und 25 Mal am Tag, das ist schon alter Schwede. Das kann man eigentlich nicht machen. Puh. So, Moment, was war da noch? Notizen, genau. Das hatten wir noch neue. Hier. Das sind die Sachen von der Gewalt. Warte, das ist hier. Vortrag häusliche Gewalt 1. Häusliche Gewalt Kreislauf. Schrittweise Ausprägung bei Paaren. Anfängliche Spannung und Feindseligkeit. Kreislauf. 4 Phasen. Phase 1. Spannungen, Reizbarkeit des Aggressors wird auf Arbeit, Stress, Straßenverkehr und so weiter zurückgeführt.
hat er auch gemacht. Keine körperliche Gewalt, aber feindselige Schweigen und aggressive Blicke, gereizter Ton und so weiter. Alles, was das Opfer tut, ist für den Aggressor ein Grund zum Ärger. Stress und Frustration des Aggressors sind immer die Schuld des Opfers. Opfer versucht nachzufragen, ob etwas nicht stimmt, bekommt aber Antworten wie: Es ist nichts, ich weiß überhaupt nicht, wieso du dich beschwerst. Führt zu verbaler Aggression und Beleidigung. Opfer bedauert, die Frage gestellt zu haben. Phase 2: Aggression. Der Aggressor scheint die Kontrolle zu verlieren. Schreien, Beleidigungen, Drohungen, Zerbrechen von Gegenständen, Handgreiflichkeiten, immer stärker werdende körperliche Gewalt, Schubsen am Verdrehen, Schläge mit offener Hand, Faustschläge, Waffen. Das Opfer wird von Gefühlen der Hilflosigkeit und Traurigkeit anstatt von Wut überwältigt. Phase 3: Ausreden und Entschuldigung. Der Aggressor versucht, sein Verhalten zu leugnen oder zu verharmlosen. Der Aggressor findet eine Erklärung, wälzt die Schuld entweder auf das Opfer oder die äußeren Umstände ab. Aggressor verspricht, sich zu ändern, alles wird sich zum Guten wenden, verspricht, einen Psychotherapeuten aufzusuchen und so weiter, Versprechungen und Erpressungen, ich brauche dich, ohne dich bin ich ein Nichts, ohne dich würde ich sterben und so weiter. Genau den Satz hat er nämlich gebracht, an dem Tag, wo sie mit ihm Schluss machen wollte. Phase 4, Versöhnung. Die Pseudo-Flitterwochenphase. Der Aggressor ist plötzlich aufmerksam, fürsorglich, überschüttet das Opfer mit Geschenken. Zum Beispiel das Laufband. Versöhnung ist durchaus aufrichtig gemeint. Aggressor bittet um Verzeihung, aus Angst heraus verlassen zu werden. Opfer hofft erneut, der Aggressor werde sich tatsächlich ändern. In Wahrheit steigt dadurch nur die Toleranzschwelle des Opfers hinsichtlich der Gewalt. Das Opfer denkt, es kann den Aggressor heilen oder ihm helfen, sich zu bessern und so weiter. In der aggressiven Phase ist das Opfer verängstigt, aber in dieser Phase lässt es sich davon überzeugen, zu bleiben. Der Kreislauf beginnt von vorne und eskaliert in einem Teufelskreis. Irgendwann sieht das Opfer die Gewalt als Normalzustand an. Wird der Kreislauf nicht unterbrochen, befindet sich das Opfer in ernsthafter Gefahr. Je Kiel und Hüde verhalten. Okay, ich würde aber sagen, bevor wir den zweiten Teil von diesem Vortrag lesen, Hilfe, machen wir erstmal einen Cut. Und ich habe mega Schrock vor dieser E-Mail, ich weiß nicht warum. Und wir haben eine E-Mail von Laura. Interessant. Ja. Und wir sehen uns in einem weiteren Part von Another Lost von Laura Story. Und dann schauen wir uns mal den restlichen Part des Vortrags an und dann lesen wir auch die E-Mail von Laura. Und dann mal schauen, was sie uns geschrieben hat. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich an uns sein. Und bis dahin sage ich ciao.